hinten raus, muss man sagen, in der Höhe verdient. In der ersten Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden. Nach der Halbzeit hätte ich gedacht, oder in der Halbzeit hätte ich gedacht, wenn wir hier einen Punkt machen, müssen wir zufrieden sein, weil wir uns in der ersten Halbzeit nicht so bewegt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir können schon in der ersten Minute 1-0 in Führung gehen, da wäre vieles leichter geworden. Dann fressen wir ein Gegentor, was man nicht fressen darf. Fand richtig gut, was der Peter in der Halbzeit gemacht hat, er hat sie geweckt. Und dann haben wir hinten raus richtig, richtig guten Fußball gespielt. Wir hatten natürlich dann auch den Raum, aber wenn wir besser werden wollen, müssen wir in der ersten Halbzeit konzentrierter und für meine Begriffe auch aggressiver Fußball spielen, auch wenn das heute ein 5-1 ist. Aber ich denke, dass man hier gewinnen muss. Die Art und Weise, der Halbzeitstand war nicht mal das Ärgerlichste. Das Ärgerlichste war, wie wir gespielt haben. Wir sind hervorragend ins Spiel gekommen, müssen nach einer Minute, war es glaube ich schon ganz klar 1-0 führen. Eine hundertprozentige Chance, sage ich, von Michi Gregoritsch. Dann haben wir die eine oder andere Chance liegen lassen, wirklich liegen lassen, fahrlässig gearbeitet und der Gegner ist verdient zu diesem 1-1 gekommen. Wir waren in der ersten Halbzeit weit von dem entfernt, was wir eigentlich vorhaben. Ja, in der ersten Halbzeit glaube ich, haben wir ein blödes Gegentor kassiert. Das war der erste Schuss von Frankfurt. Da hatten auch schon die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Aber nach der Halbzeit mit dem Tor von Gregoritsch war es ein kleiner Dosenöffner. Wir konnten natürlich abwartender spielen. Frankfurt hat mehr am Spiel teilgenommen und ja, das haben wir dann eiskalt bestraft mit den Gegenangriffen. Ich glaube, man hat gesehen, dass, ja, eine Frust will ich nicht sagen, aber die ganze Erleichterung ist abgefallen nach dem Tor. Der, ja, habe ich super getroffen. Freut mich für die Mannschaft natürlich sehr und jetzt auch für mich, dass endlich der Knoten geplatzt ist. Und ja, war ein kleiner Schritt zum Sieg, aber hat Gott sei Dank die Mannschaft dann nach meiner Auswechslung erledigt, sozusagen, den Job erledigt. Ich habe eigentlich im Wesentlichen dem Michi gezeigt, welche Möglichkeiten er hat, wenn er sie ausschöpft, inwiefern er der Mannschaft helfen kann, gezeigt. Und ich habe davon gesprochen, dass Fußball, wie der Name schon sagt, eine Laufsportart ist. Das hat er heute gezeigt. 60 Minuten, dann ist er, und da hat er das Spiel von uns verstanden, vom Platz gegangen, weil er der Mannschaft nicht mehr helfen konnte. Und das finde ich großartig. Wir wissen, wie im Augenblick unsere Offensive besetzt ist. Wir wissen, dass wir Alternativen auf der Bank haben. Und von daher finde ich es großartig, wenn ein Spieler anzeigt, bitte, ich kann jetzt nicht mehr, ich kann der Mannschaft nicht mehr helfen, bitte den Nächsten zu bringen. Er hat das Spiel begriffen. Am nächsten Mal sind es dann möglicherweise wieder 90 Minuten. Es freut mich natürlich, dass der Trainer mir so ein Vertrauen schenkt. Das habe ich, ja, die letzten 2 Jahre nicht zu 100% gehabt, sage ich mal. Bei Hoffmann aus anderen Gründen, weil ich da eben ein neues Kadermitglied war. Und ja, bei St. Pauli, das ist alles abgehakt für mich. Aber ja, wie gesagt, hier habe ich das hundertprozentige Vertrauen. Und das ist, glaube ich, deswegen bin ich auch zum Trainer gelaufen, weil, ja, weil der Trainer mir so ein Vertrauen schenkt. Da bin ich ganz ehrlich, insbesondere, ich freue mich über jedes Tor, was von uns erzielt wird. Aber insbesondere habe ich mich gefreut über das Tor von Stani Šestak, es war einfach unglaublich, wie er ihn reingemacht hat. Es war kein Zufallsprodukt, er hat es gesehen und daran sieht man seine absolute Klasse, die er hat. Und darüber hinaus, wenn man die Szene vor dem Elfmeter gesehen hat, Stani ist übrigens ein 100%, wenn es sowas gibt, ein 100% sicherer Elfmeterschütze. Aber er hat Simon diesen Ball überlassen, grandios. Das ist mannschaftliche Geschlossenheit gelebt, das finde ich großartig. Ja, unser nächstes Ziel ist natürlich, dass wir auch zu Hause vor unseren großartigen Fans, das sind 1.500 oder 2.000, keine Ahnung, sind mit, die pushen uns 90 Minuten, die geben Gas und jetzt wollen wir denen zu Hause natürlich auch mal einen Sieg schenken, aber ja, ich habe auch nichts dagegen, wenn wir 17 Mal zu Hause unentschieden spielen und 17 Mal auswärts gewinnen. Es war ja ein gefühltes Heimspiel hier, leider nur in Anführungsstrichen. Ich glaube, die Fans haben hier eine schöne Party gefeiert ab der 60. Jetzt versuchen wir das Richtige am Donnerstag natürlich zu gewinnen.